Aloy, wie läuft es mit den Waffen? Ich kann mich nicht beschweren. Schön zu hören. Ich komme mal drauf zurück. Ach, schön. Ich mag Vaga. So, dann können wir uns jetzt hier... Nein, die Kisten machen wir nicht auf. Verbesserter Eisdorn. Sehr selten. Verbessert mit einem Sekundärangriff der Eiskanone. Schüsse haben eine lange Aufladezeit, aber verursachen dafür sowohl hohen Schaden als auch Eisschweregrad. Kann modifiziert werden. Gut, nein, ich will die nur verbessern. Waffe modifizieren hier und hier packen wir alles drauf, was wir mit Eis haben. Eis und Feuer. Eis und Abriss. Oh, Abrissschaden machen wir eh gar nicht, wurscht. Dann packen wir da nur Eis drauf. Wunderbar. Hier muss ich noch was machen. Abrissschaden muss da drauf. Na gut, wir haben hier Eisdorn-Munitionsbeutel. Vergrößere deinen Eisdorn-Munitionsbeutel. Plus 10 Kapazität. Erhöht die Kapazität des Eisdorn-Munitionsbeutels auf 30, also von 20 auf 30. Ziegenknochen, Fischgräte, eine Ziegenhaut. Da brauchen wir jetzt auch die Eulenhaut. Wunderbar, da sind wir fertig. Und munitionstechnisch können wir auch noch was machen. Also Eiswerfer, ein Paket enthält 12 Ladungen. Feuert einen Eisangriff auf kurze Distanz, der keinen Schaden bewirkt, aber hohen Eisschweregrad. Effektiv gegen für eisanfällige Maschinen. So, dann die Eiskanone. Ein Paket enthält 3 Ladungen. Feuert einen starken Einzelschuss ab, der beim Aufprall extremen Standardschaden und niedrigen Eisschweregrad bewirkt. Friere nahe Ziele mit dem Eiswerfer ein und setze mit der Eiskanone nach. Oh, das klingt cool. Oh, ist aber gar nicht mal so... so billig. So, Munition. Ja, da gibt es jetzt hier wieder was Neues. Gut, das wissen wir eh. So, questmäßig haben wir natürlich auch ein neues Tutorial. Deswegen habe ich die ja noch nicht gemacht, damit wir nicht ständig rausgeworfen werden durch die Tutorials. So. Gut. Das ist erledigt. Jetzt haben wir eigentlich nur noch die Nebenquest hier. Das heißt, wir reisen jetzt zu dem Lagerfeuer. Werfen mal unseren ganzen Plunder weg. Ich weiß halt nicht, ob ich noch Tierhäute brauche für später, für irgendwelche Rüstungen oder sowas. Ich habe mich nur über die Beutel informiert, aber nichts über Rüstungen und so. Ich glaube, ich werde die Häute und so zur Sicherheit noch behalten. Man weiß ja nie, wenn ich es nochmal sammeln muss, wäre das sonst mega mühsam. So, wir speichern hier mal kurz ab. Dann gehen wir hier zum Händler. So, wir haben 4 von 18. Ich hoffe, wir kriegen das bald fertig. So, Modifikation, da haben wir ja auch viele gesammelt. Wir schmeißen mal alle Grünen weg. Und dann schauen wir, wie viel Platz wir noch haben. So, ja. Gut, die blauen Speersachen kann ich auch alle weghauen. Blauen Sachen sind eh alle nicht gut. So. Ja, 47 von 70, das ist in Ordnung. Ich mich da jetzt eh nicht vertan, aber ich... Okay, ich habe eh nichts Violettes verkauft. Gut, ja, Rohstoffe. Das hier kann weg. Sturmvogel lassen wir noch, Biermod lassen wir auch, die Maschinenkerne können wir aber weghauen. Kristallgeflechter, ja, das alte Amulett. Leuchtenden Geflechter können weg, Plündererherz.
Schlagscheinglas werde ich auch, glaube ich, gar nicht mehr brauchen. Vor allem, was mal mit dem einen Stück? Donnerkiefer, Sturmvogel, Steinbrecher, Biermod. Ja, Schnappmaul kam weg, Langbein kam weg. Ziegezahn, Versänger lasse ich noch, Stürmer, Lanzenhorn, Plünderer, Wächterlinse, 100, 200, 300, 100, 200, 300, 100, 200, 300, ah, sind wir nicht mal bei 300, 100, 200, 300, 100, 200, 300, so, das eine Fleisch kann weg. Das lassen wir noch. 200, 400, 600. Ich mich hier nicht verzählt. 200, 400. Ja, passt. 200, 400, 600. Passt auch. Und das Holz kann ich eh nicht verkaufen. So, 89 von 120. Sehr gut. Sehr, sehr schön. ...3800 Metallscherben, cool. So, dann mal abspeichern. Und dann quatschen wir jetzt mal mit Aratak. Aratak, bist du das? Ja. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist... Hört sich vernünftig an, aber... Hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamm zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte... War sie verändert? Was widerfuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Kaja war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Kaja fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Ist für ihren Bruder aber... Also ist für Aratak auch nicht leicht, seine Schwester so zu sehen. Macht sich ja eigentlich auch nur Sorgen. Er will sie ja nur beschützen. Was geschah mit der ersten Expedition? Uriah führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Uriah nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Uriah aufpassen. Wenn man nichts hört als den Wind. Ach, Aratak ist schon lieber. In diesen Augenblicken fühle ich mich den Blumen. Aber wenn er recht hat und das ist wirklich eine Art Brutstätte, dann ja. Dann wird's nicht einfach. Ich freue mich zu hören, dass diese Banditen uns keinen Ärger mehr machen. So, wir haben hier noch eine Nebenquest. Ist mir eine Ehre. Ich habe von dir gehört. In jeder Strophe deines Liedes geht es um einen unmöglichen Sieg. Das Echo ertönt im ganzen Schnitt. Man sollte nicht allem Glauben schenken. Das weiß ich.
Mein Lied erschallte früher in Ban-Ur. Umnak, Jäger von legendären Maschinen. Darum bin ich hier. Für noch eine. Man nennt sie die Mörderklaue. Zumindest als ich jünger war. Ihr Tod wäre ein gutes Ende für mein Lied. Ich konnte früher ohne Schlaf von Ban-Ur bis in den Schnitt reisen. Aber diesmal bin ich müde, Jägerin. Doch du, stärker als Arathak, mit deinem eigenen Verak. Wenn auch nur die Hälfte deines Liedes stimmt, bist du die Einzige, der ich diese Jagd anvertraue. Ich soll für dich jagen gehen? Nicht nur für mich, nein. Für einen alten Freund. Ich soll an deiner Stelle jagen. Ist das so eine Art Banuk-Brauch? Sollte es vielleicht, aber nein. Wir überleben und siegen, bis wir an beidem scheitern. Ich gebe zu, das ist nicht leicht für mich. Für jede andere Maschine würde ich einfach sterben, als Banuk-Jäger bei der Jagd. Doch die Klaue hat zu viele Leben gefordert. Mich wegen ihr in den Tod zu stürzen, bewirkt rein gar nichts. Lieber in einer Welt ohne Klaue leben, als zu sterben, während sie noch immer Leben auslöscht. Da hat er recht. Du scheinst ziemlich bekannt zu sein. Ein Banuk bringt seinen Körper an seine Grenzen. Und meine Grenzen waren hoch. Maschinen mussten erlegt werden und in meiner Jugend erkannte ich mein Talent dafür. Selbst jetzt ist mein Name noch so bekannt, dass der Verak zu mir kam. Wegen der Mörderklaue. Glaubst du immer noch genauso an dich, wie es dein Verak zu tun scheint? Früher einmal. Bevor der Bogen in meiner Hand zitterte. Erst da sah ich zum ersten Mal die Flecken auf meinen Händen. Wie seltsam es doch ist, alt zu sein. Man blickt auf solch einen langen Weg zurück. Doch vor einem ist nichts als eine Wand. Diese Maschine, die Mörderklaue. Warum den Weg zum Schnitt reisen, um sie zu jagen? Manchmal haben die Lieder Refrains, in denen ein Moment wiederkehrt. Es schien passend. Du hast sie schon mal gejagt. Das muss 20 Winter her sein. Wir waren so nah dran, die Klaue zu besiegen. Wir waren näher dran als je zuvor. Wir? Ich und mein Freund. Er war damals ein Häuptling meines Veraks, ein guter Jäger. Alle paar Jahre tauchte die Klaue an einem neuen Ort auf. Ich kannte zwei Häuptlinge, die sie ins Grab gebracht hat. Mein Freund wurde der dritte. Diese Jagd. Ich hoffte, sie für ihn zu beenden. Ah, das mache ich doch gerne. Es scheint dir wirklich wichtig zu sein, Umnak. Willst du wirklich, dass jemand anders die Maschine erlegt? Ich bin der Mörderklaue nicht mehr gewachsen, sofern ich es je war. Stelle ich mich ihr, tötet sie mich. Daran besteht kein Zweifel. Das Banuk-Blut in mir lechzt danach, es selbst mit der Klaue aufzunehmen. Aber sie muss erledigt werden. Und Tote vollbringen wenig. Na gut, Umnak. Ich tue, was ich kann. Du kannst zweifelsfrei eine Menge tun. Es heißt, die Mörderklaue kehre nur einmal alle 6 Winter zurück. Ich habe gehört, sie soll am nordöstlichen Rand des Schnitts zu finden sein. Gute Jagd. Okay. Außergewöhnliche Belohnungskiste und ein Blauglanz bekommen wir. Gut. Die nehmen wir auf jeden Fall an, diese Quest. Aber damit wir uns die Gespräche nicht nochmal anhören müssen, speichern wir nochmal. Speichern geht hier ja zum Glück so flott. So, okay, das sieht mir auch sehr nach einem Areal aus. Da dachte ich mir eh schon, aha, hier ist sicher irgendein Kampf dann. Ja, da kommst du dann nicht einfach so wieder raus. Na, schauen wir mal, wie die wird. Ah, ich habe ja fast keine Medizin. Ah, das ist natürlich nicht so gut.
Das ist gar nicht gut. Ich brauche Medizin. Ja, dann kaufe ich halt ein paar Tränke. Außer sie macht richtig viel Schaden. Ah, nee, ich will lieber noch Medizin sammeln. Ich glaube, die wird nicht einfach. Vor allem, wenn ich in so einem abgeschlossenen Areal kämpfen muss. Da gehe ich lieber noch ein bisschen sammeln. Pfeile habe ich ja eh genug, das ist ja nicht das Problem. So, heilende Wildglut, sehr gut. Ich glaube, hier bin ich relativ ungünstig, ja. Ich gehe einfach hier runter. Gehe hier runter, laufe da noch ein bisschen, hol mir Medizin. Weil dann bin ich wirklich voll ausgerüstet. Ich weiß nämlich nicht mal, welche Art von Maschine das ist. Bei der anderen legendären Maschine haben wir ja gewusst, das ist ein Donnerkiefer. Das heißt, wir haben gewusst, wie sie aussieht, wie groß sie ist und was sie in etwa machen wird. Aber bei der Mörderklaue wissen wir ja gar nichts. Also vom Namen her alleine würde es gut zu einem Versenger passen, aber auch zu einer Frostklaue. Schwierig zu sagen. Ich brauche Medizin und kein Holz. Salbeistrauch, geil. Ah, du bist nur eine Eisraucherfurzel. Ah, heilende Wildglut, sehr gut. Eisraucherfurzel wieder, hier meine Feuerbrennwurzel. Ah, hier ist was Heilendes. Gut, 3 plus haben wir schon. Geht immer relativ flott. Vor allem, wenn man ein bisschen Glück hat und man findet diese Salbeisträuche. Salbeisträucher, so. Sträuche. So. Ist nix. Hier ist noch was. Ich muss schon ein bisschen Medizin noch. Hier, sehr gut. Und ein Stück brauche ich jetzt noch. Bist du hier das Stück, was ich brauche? Perfekt. Wunderbar. Dann reisen wir jetzt wieder darüber. Perfekt. Das Laden ging auch relativ schnell. Also das Reisen. Dann speichern wir hier nochmal. So. Und rein mit uns. So, runter. Perfekt. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, toll. Es ist ein Steinbrecher. Ach du Kacke. Das ist gar nicht gut, ein Steinbrecher. Okay, mit dem Steinbrecher habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ein Steinbrecher, Mann. Leicher richtig krass daneben. Und da wieder hoch. Aua. Nicht einbuddeln, bitte. Oh, das hat so ein bisschen wehgetan. Oh, das geht noch vom Schaden her.
Okay. Schaden ist nicht ohne, aber in zwei geht's noch. Okay, komm. So, beim nächsten Mal müsste er dann aufsteigen, glaube ich, oder? Ja. So, da muss ich auf jeden Fall weg, weil sonst kriege ich richtig viel Schaden. So, ich habe jetzt mal eins von diesen Dingern abgeschlagen. Von diesen Pfoten. Oh, ich habe wieder was abgeschlagen. Okay, bis jetzt geht's ja. Ah, Mist, ich habe zuerst ausgelassen, bevor ich geschossen habe. Ah, Mist, da bin ich zu spät weggerollt. Ja, okay, ich rolle immer zu spät weg. Nein, was mache ich da? Ich brauche keine Feuerbrennwurzel. Okay, bisschen was abgezogen. Auf jeden Fall besser als nix. Kommt eh gleich wieder an. Oh. Ah, ich bin nicht. Diesmal habe ich aber gerollt. Ja, gut. Na komm. Ah, schade. Boah, ein Steinbrecher. Also die habe ich ja schon längst wieder aus meinem Gehirn gelöscht. Haha. Habe ich dich früh genug gesehen. Glück gehabt. So, und beim nächsten Mal stellt er sich, glaube ich, wieder hin. So, ein bisschen Schaden gemacht, das ist gut. Ah, okay. Ich bin doch gerollt. Ja, gut. Die Steinbrecher sind echt fies. Ah, ich habe nur einen Teil abgeschlagen. Mann, jedes Mal rolle ich zu früh. Ah, da ärgere ich mich wieder über mich selber. Irgendwo Medizin? Ja, vielleicht habe ich ja Glück und es liegt irgendwo Medizin weiter hinten. Nee, keine Ahnung, was ich mit einer Eisraucherwurzel machen soll. So, boah. Oh, okay. Da war ich zu nah.